Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge der Late Nerd Show. Das Jahr ist fast zu Ende, aber Professor Dr. 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 Heinz und ich haben noch so viel Kram, den wir euch unbedingt vorstellen wollen, in der Hoffnung, dass ihr vielleicht in letzter Sekunde noch eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk habt. Dabei geht es größtenteils um Rollenspiel und Comics. Der Kram ist aber so viel, dass wir uns entschlossen haben, die Folge zu splitten. Und heute geht es erstmal größtenteils um Comics. In der nächsten Folge, die in den nächsten Tagen erscheinen wird, kümmern wir uns dann um den ganzen Rollenspielkram. Und darum geht es heute. Die Schiffbrüchigen von Utak, Fantasy-Science-Fiction aus Frankreich. Star Wars Legacy, der endgültige Abschluss der Star-Wars-Reihe. Die Weltcon, die Messe zu Ehren von 50 Jahren Perry Rhodan. Bastila Shan, die Actionfigur zu Knights of the Old Republic. Ria, knallbunte Fantasy aus Deutschland. Deadpool Core, der neueste Sammelband von Marvels hauseigener Parodie auf sich selbst. Unlängst wurde die neunbändige Comic-Reihe Die Schiffbrüchigen von Utak von Alestan abgeschlossen. Alestan ist sowas wie der Superstar des französischen Comics und hat mit seiner legendären Reihe L'Enfeust von Troyes oder L'Enfeu von Troyes Geschichte geschrieben. Die Serie hat weltweit Erfolge gefeiert und mindestens 12 Ablegerserien hervorgebracht. Alestors Markenzeichen sind Science-Fiction-Fantasy-Misch-Settings mit überepischer Geschichte, knuffigen Hauptcharakteren, viel Humor und einer gehörigen Prise Sex und Gewalt. Dieses Konzept kommt auch bei Utak zum Tragen. Ein Weltraumkreuzer stürzt auf einem unerforschten Planeten ab und am Anfang scheint es so, als hätten nur 3 Personen an Bord überlebt. Eine pragmatische Offizierin, ein verträumter Mechaniker und eine zickige Passagierin. Die 3 müssen zusammenarbeiten, um zu überleben und entdecken rasch seltsame neue magische Kräfte an sich. Natürlich hat es damit und mit dem Rätsel um den Planeten mehr auf sich, als sie am Anfang glauben. Insgesamt könnte man, ohne zu viel zu spoilern, sagen, die Serie ist sowas wie die Comic-Science-Fiction-Variante von Lost. Nur schlüssiger. In den 9 Bänden spinnt Arleston eine Geschichte, die sich von bloßem Überlebenskampf zu einem Intrigenspiel und schließlich zu einem epischen Gefecht zwischen Gut und Böse wandelt. Die Hauptcharaktere erleben dabei neben der Hauptstory immer wieder Nebenquests, die sich am Ende aber dann doch meistens in das große Ganze einfügen. Immer wenn eine Frage beantwortet wird, wird eine neue aufgeworfen und so hetzen sie von einem Rätsel zum nächsten. Die Übersicht kann da schon mal ein bisschen verloren gehen, vor allen Dingen, weil regelmäßig der Fokus auch auf andere Personen gelegt wird, die nicht zu den Hauptfiguren gehören. Der Zeichenstil ist nicht zu aufdringlich, hat sehr schöne Farben und die Figuren sind lebendig, aber nicht zu detailreich gezeichnet. Die Hauptcharaktere sind das Wichtigste an der ganzen Geschichte und wachsen einem sehr schnell ans Herz und man möchte unbedingt wissen, wie es mit ihnen weitergeht und wer wen bekommen könnte. Der Gewaltgrad ist teilweise ein bisschen extrem und Alestorn braucht inzwischen gar keine Ausrede mehr, um seine Heldinnen mindestens einmal pro Band ihre Klamotten zu entledigen. Das funktioniert nur in einem französischen Comic so natürlich und ohne, dass man sich dabei irgendwie vor Scham kringeln muss. Kleiner Negativpunkt, ähnlich wie bei der Reihe L'Enfeust von Troyes war sich der Autor am Anfang offensichtlich nicht ganz sicher, wie das ausgehen soll und auch nicht, wie er am Ende mit dramaturgisch unwichtig gewordenen Figuren verfahren soll. Es ist ein bisschen schade, wenn die dann gänzlich verloren gehen oder ein sehr unrühmliches Ende erleiden. Trotzdem ist der abschließende Band ein sehr zufriedenstellendes Ende für die Reihe. Insgesamt geben wir der Reihe 9 und dem letzten Band 8 von 10 möglichen Punkten. Die Autoren von Star Wars Legacy hatten eine schwierige Aufgabe vor sich. Es galt, eine weitere Phase des Star Wars-Universums vollkommen im Alleingang zu erschaffen und das Ganze in nur 50 schmale Comicbände zu pressen. Am Ende wurden es unüblicherweise dann doch 56 Bände, aber trotzdem nicht gerade viel Platz, den Jan Buscema und John Ostrander da hatten, um ein am Ende dann doch sehr stimmiges Bild des Endes der Star Wars-Reihe zu schaffen. Über 100 Jahre sind seit Rückkehr der Jedi-Ritter vergangen und der Orden hat eine neue Blüte und einen neuen Rückschlag erlebt. Die Galaxis hat sich mit den Invasoren, den sogenannten Yuuzhan Vong, arrangiert und deren Biotechnologie integriert. Die Sith sind natürlich noch einmal zurückgekehrt und mit ihnen zusammen hat ein erstarktes Imperium unter Imperator Roan Fell es geschafft, die Republik zu zerschlagen und sich neu aufzubauen. Es ist an der Zeit, dass mal wieder ein Skywalker den Tag rettet. Klingt vertraut, hat aber dennoch ein paar neue Elemente. Zum einen ist die Galaxis durch die Yuuzhan Vong und ihre Biotechnologie zu einem anderen, düstereren Ort geworden. Und auch der Held der Comics, Kate Skywalker, ist einer, wie ihn Jan Buscema und John Ostrander lieben. Ein finsterer Anti-Held, der mit seinem Schicksal ringt und sich nie so ganz dazu entschließen kann, ein Guter zu sein, aber auch kein Böser werden kann. Ähnlich gestrickt war auch schon der Held der Clone Wars Comics, Quinlan Vos. Die Comics haben übrigens nichts mit der CGI-Serie zu tun und sind dramaturgisch hervorragend, so gut fast schon, dass sie für die Prequels entschädigen könnten. Die Sith werden diesmal angeführt von Darth Krayt, der die Theorie vertritt, dass er mit einer ganzen Horde von willigen Machtnutzern unter seinem Kommando besser fährt als nur zu zweit. Das Imperium ist diesmal eher grau als schwarz und wendet sich im Laufe der Geschichte schnell gegen die Sith und wird zu einer unabhängigen dritten Partei mit eigenen Machtnutzern, den sogenannten Imperialen Rittern. Das ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass die Imps sehr viele Fans haben und endlich mal nicht die Bösen sein sollten.
Die Ausgangssituation ist also spannend und um es für Fans noch interessanter zu machen, haben die Autoren ein paar ihrer alten Figuren aus der Prequel-Ära wieder ausgegraben. Dadurch ist es praktisch eine direkte Fortsetzung der Clone Wars Comics. Wir feiern auch ein Wiedersehen mit berühmten Figuren wie R2-D2 und Luke Skywalker. Neben der Hauptstory um Kate Skywalker spinnen die Autoren auch noch zahlreiche Nebenhandlungen, die zwar eigentlich nichts mit der Hauptgeschichte zu tun haben, aber das Universum vertiefen und uns mehr hineinziehen. So verfolgen wir teilweise die Geschichten von bis zu 40 Nebenfiguren, die teils auch überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Verworrene Verwandtschaftsbeziehungen und seltsame Intrigenplots tragen auch nicht unbedingt zur Übersicht bei. Wir haben 50 Bände lang dann darauf gewartet, dass all dies irgendwie auf einen bestimmten Punkt hinausführt und es passierte nicht. Stattdessen gibt es ziemlich viel hin und her zwischen Sith und Jedi. Wer nimmt wen gefangen, wer versucht wen zu verführen, wer verfällt der dunklen Seite oder auch nicht, wer wird von der dunklen Seite zurückgeholt und so weiter und so fort. So ist die Story zwar sehr wendungsreich und auch immer spannend, kommt aber auch nicht so recht voran. Man hat irgendwie das Gefühl, als hätten die Autoren am Anfang nicht so wirklich gewusst, worauf es hinauslaufen soll, was ja schon mal passieren soll. Sie erhielten dann aber nach dem eigentlichen Ablaufen der Serie nochmal 6 Bände die Chance, das Ruder irgendwie herumzureißen. In diesem abschließenden Sammelband, der schlicht Krieg betitelt ist, geht es also um nichts weniger als das Schicksal der Galaxis. Am Anfang dieses Bandes werden alle Karten nochmal neu gemischt. Und da sich die Autoren der unglaublichen Fülle ihrer Handlungsstränge und Personen bewusst sind, gibt es zunächst eine ausführliche Zusammenfassung der bisherigen Handlung, bevor es dann auch schon direkt zum großen Showdown kommt. Natürlich sollte man aber, um den Band auch wirklich verstehen zu können, die anderen Hefte schon gelesen haben. Es hilft übrigens auch, um den Band wirklich zu würdigen, dass man die restlichen Veröffentlichungen der letzten 10 Jahre zumindest kennt. Denn die vielen Referenzen und Zusammenhänge, die Jen Buscema und John Ostrander hier einbauen, zeigen deutlich, dass hiermit ein chronologisches, extrem episches Ende der Star Wars-Saga geplant war. Ein solches Vorhaben muss sich natürlich an seinem Ende messen lassen. Die Frage ist also, ist es gelungen? Leider nein. Das Finale wirkt zu überstürzt, zu improvisiert, zu hastig. Eigentlich hätte es wahrscheinlich nochmal 50 Bände gebraucht, um das Ganze zu einem vernünftigen Abschluss zu bringen. Außerdem hat es Kate Skywalker über all die Bände nicht geschafft, unsere Herzen für sich zu erwärmen. Er ist einfach ein zu großes Arschloch. Lohnt sich die Reihe trotzdem? Ja, das tut sie. Sie ist spannend geschrieben, sie bietet erfrischende neue Designs und sie ist hervorragend gezeichnet. Allein die Bilder wären den Kaufpreis schon wert, trotz der etwas vergeigten Story. Für den eingefleischten Star Wars-Fan, der sich auf etwas Neues einlassen will, ist Legacy auf jeden Fall einen Blick wert. Insgesamt bekommt die Reihe von uns 8 von 10 möglichen Punkten. Der letzte Band Krieg erhält von uns 7 von 10 möglichen Punkten. Es sei denn, Professor Dr. Heinz hat etwas anderes dazu zu sagen. Professor Heinz? Ja, wir machen mit etwas anderem weiter. Was Teela Shan ist eine der Hauptfiguren aus Knights of the Old Republic, dem BioWare-Spiel, auf dessen Story und Setting auch das kommende MMO Star Wars The Old Republic aufbaut. Zwei andere wichtige Figuren des Spiels, Darth Revan und Darth Malak, haben es schon lange zu Actionfiguren geschafft, die inzwischen wirklich wertvolle Sammlerstücke sind, hätten wir Idioten sie nur nicht ausgepackt. Bei der Dame hier hat es ein bisschen länger gedauert. The Force fights with me. Sie ist in der Vintage-Reihe erschienen, was sie natürlich sofort zu einem Sammlerobjekt macht und wir begehen denselben Fehler wie bei ihren Kumpanen und werden sie jetzt unboxen. Abgesehen natürlich von der nostalgischen Aufmachung mit dem Vintage-Look, auf dem auch noch Kenner steht, obwohl es natürlich nicht mehr von Kenner ist, sieht die Figur auf den ersten Blick auch schon mal aus, als wäre sie wirklich schick und hochwertig verarbeitet. Begleitend zur Figur bekommen wir ihr goldenes Doppellichtschwert einmal im aktivierten Zustand und einmal im deaktivierten, wenn ich es hier rauskriege. Das Lichtschwert im deaktivierten Zustand. Wir können sie also sowohl im Kampf als auch im Ruhezustand posieren lassen, wenn wir sie dann auspacken. Was Teela selber hat, sehr viele schöne Details. Da sind Strukturen auf ihren Klamotten. Das sieht sehr gut aus. You are strong, child, but I will break you. I'll never fall to the dark side. Sie ähnelt auch, zumindest was Kostüm und Figur angeht, sehr der Figur aus dem Spiel. Sogar ihre Frisur ist sehr detailreich umgesetzt worden. Nur ihr Gesicht ist ein bisschen anders, irgendwie breiter. Insgesamt eine sehr schöne Figur, die jetzt natürlich als Sammlerstück nicht mehr so viel wert ist. Wir geben Teela Shan in dieser Form 8,5 von 10 möglichen Punkten. Da, Heinz, sie wirft sich an dich ran. Ja.
Jetzt entführen wir euch aber erstmal in ein ganz anderes Science-Fiction-Universum, nämlich nach Mannheim. Dort fand nämlich die Weltcon statt, die Convention zu 50 Jahre Perry Rhodan. Reicht dem Haluto vielleicht gerade mal, wenn ich auf den Zehenspitzen stehe, an den Gürtel. Er ist in Lebensgröße, habe ich mir sagen lassen. Und warum ist er hier? Ja, damit man sich einmal vorstellen kann, wie groß sowas wirklich ist, weil die Autoren schreiben was und ich bin mir nicht immer sicher, ob sie dann immer wissen, was sie da schreiben. Und deswegen muss man das mal ausprobieren. Originalgröße 3,52 Meter hoch, 2,56 Meter Schulterbreite. Das macht schon was her, ja? Das ist ganz schön beeindruckend. Wir stehen hier jetzt vor einem Raumschiffmodell, allerdings von einem echten Raumschiff, denn die ESA ist auch hier vertreten auf der Weltcon. Wie spannend ist das eigentlich für einen Perry Rhodan-Fan, sich dann echte Raumschiffe anzuschauen? Es ist insofern interessant, wenn man sieht, wie sich die Technik halt weiterentwickelt und dass Dinge, die zum Beispiel bei Perry Rhodan einst entwickelt wurden, dann plötzlich Realität sind. Dann habe ich mich ein bisschen mit dieser Welt von Perry Rhodan auseinandergesetzt und habe dann allerdings irgendwann den Anschluss verloren. Bin drauf gekommen, eigentlich wieder beim Schwarm, weil wir einen Titel suchten damals. Ich hatte den Titel Der Schwarm, ich wollte das Buch so nennen. Wir haben also gegoogelt, es gab keinen Roman, der so geheißen hätte. Bis jemand kam und sagte, ja, das kann ein Problem geben. Es gibt nämlich einen Zyklus von Perry Rhodan, der heißt Der Schwarm. Der Baumeister Raimund Peter. Und natürlich die erste Frage, die einem sofort auf der Zunge liegt, ist, wie lange hat es gedauert? Na, jedes dieser Modelle hat ungefähr 2 Jahre Bauzeit hinter sich. Und natürlich, wir haben vorhin schon gesagt, dass das alles Scratch-Build, aber gibt es irgendwie schon Teile, die man aus anderen Bausätzen weiterverwenden kann oder ist das wirklich alles handangefertigt, jedes Detail? Naja, man kann sagen, aus Bausätzen wurde nichts verwendet. In erster Linie ist es elektronischer Abfall, der hier verwendet wurde. Das müssen Sie mir mal genauer erklären. Es gibt elektronische Bauteile, die sehr skurril aussehen, die man dann ein wenig verändern und bearbeiten kann. Dann sehen sie sehr utopisch aus und keiner erkennt sie mehr. Nach dem ganzen düsteren Kram aus den USA und dem blutigen Zeugs aus Frankreich kommt jetzt etwas zuckersüß-buntes aus Deutschland. Der erste Band von Ria ist zwar schon eine Weile auf dem Markt, aber falls ihr noch etwas für unter den Weihnachtsbaum sucht, seid ihr hier vielleicht besser aufgehoben, wenn der zu Beschenkende noch minderjährig ist. Ja, die namensgebende Ria hat auch mal wieder keine Klamotten an, aber dank der disneyhaften Unschuld der Figur ist das irgendwie Nebensache. Disney ist übrigens ein gutes Stichwort, denn wenn wir den Band aufschlagen, ist das Erste, was auffällt, diese Zusammenstellung aus weichen, satten Farben, der hohe Detailgrad und die freundlichen Gesichter der Figuren. Das Design der Reihe ist wirklich allerliebst und jedes Bild wirkt wie ein Screenshot aus einem teuren Animationsfilm. Die Bilder verströmen eine warme Atmosphäre und sind auch trotz einiger düstererer Momente eigentlich immer kindgerecht. Leider können weder die Story noch die Dialoge oder die Charakterzeichnung mit der Optik mithalten. Die Geschichte um die heilsbringende Ria, die vom Jäger Loan, der aus Fix und Foxy entsprungen sein könnte, gerettet werden muss und eine Fantasy-Wild vom finsteren Noctus retten soll, ist uninspiriert und kommt einem irgendwie sehr bekannt vor. Leider wird das Ganze auch nicht mit Selbstironie oder markanten Dialogen gewürzt. Manchmal hatten wir sogar irgendwie den Eindruck, dass manche Sprechblasen nur eingefügt wurden, damit man keinen reinen Bildband vorliegen hat. Man wollte das Publikum hier offensichtlich nicht mit Humor oder einer ihm unbekannten Story überfordern. Würde James Cameron Comics machen, dann würden sie so aussehen. Schick, aber irgendwie alles schon bekannt. Wer sich also nicht wie ein Nerd fühlt oder wer noch eine Comic-Einstücksdroge für die Nichte oder den Neffen sucht oder wer einfach nur auf die wunderschönen Artworks steht, der kann hier zugreifen. Für alle anderen empfehlen wir dann doch eher Ytak. Insgesamt bekommt Ria von uns 6,5 von 10 möglichen Punkten. Wunderschöne Artworks hat dieser Band übrigens leider nicht, aber dazu später mehr. Deadpool ist wohl der große Gewinner im Marvel-Superheldenstall des Jahres. Er hat erst vor kurzem in Deutschland seine eigene Serie bekommen und wird hier immer populärer. Abgesehen davon hatte er einen kurzen Auftritt im Film Wolverine Origins, der den Comics nicht ganz entspricht, und soll demnächst auch seinen eigenen Film bekommen. Warum ist der Charakter also so beliebt? Weil er die Selbstironie in Person ist. Deadpool ist im Grunde Marvels eigene Parodie auf die eigenen Superhelden.
Wade Wilson, so der eigentliche Name, war wie Wolverine Testperson bei Waffe X und bekam dessen Heilfaktor eingesetzt. Dabei schmorte aber leider sein Gesicht so wie eigentlich seine Psyche vollständig durch. Deadpool ist mit Sicherheit eine der hässlichsten Personen im Superheldenkosmos und auch eine der psychisch kaputtesten. Mehrere Stimmen in seinem Kopf kommentieren alles, was er tut. Ob er als Söldner arbeitet, was sein eigentlicher Job ist, oder versucht, bei den Superhelden, die ihn als Gefahr ansehen, zu landen und einer von ihnen zu werden. Deadpool geht dabei an allen Wahnsinn dennoch mit Methode heran. Und wenn er sich mal in den Kopf gesetzt hat, jemandem zu helfen, was die Person meistens nicht merkt, weil er halt als Psycho gilt, dann tut er auch alles, um das umzusetzen. Im vorliegenden Band Deadpool Core hat er es aber schon zu intergalaktischem Ruhm gebracht. Ein finsteres Wesen, ermangels eines richtigen Namens von ihm einfach Frank getauft, bedroht das Universum und die höheren Wesen, die sich ihm entgegenstellen, glauben, dass es nur von einem Wahnsinnigen besiegt werden kann. Deadpool allein reicht dafür aber noch nicht aus, also werden mehrere Versionen von ihm aus parallelen Universen herbeizitiert. Auf ihrem eigenen Schiff brechen also Deadpool, die weibliche Version Lady Deadpool, die kleine Version Kidpool, der fliegende Zombie-Kopf Hadpool und der Hund Dogpool auf, um Frank zu besiegen. Die Zeichnungen dieses Bandes sind von Rob Liefeld und sind dementsprechend im überzogenen Stil der 90er gehalten. Es ist alles dabei, was wir von diesem Papst der überzogenen Proportionen erwarten. Frauen, die nur aus Brüsten bestehen und keine Taille haben, Männer, die Muskeln haben, wo keine hingehören und gigantische Schrittregionen aufweisen und Pistolen mit zwei Läufen. Und natürlich Munitionstäschchen überall, wo man sie nur irgendwie unterbringen kann. Tatsächlich hat so manche Dame in diesem Band kaum etwas anderes an als Munitionstäschchen. Dieser Stil ist aber immerhin zweckmäßig und in seiner cartoonhaften Überzogenheit passt er zu der Story. Wer hier Epik oder Düsternis erwartet, ist natürlich fehl am Platz. Deadpool Core ist eine reine Nummernrevue der Albernheiten. Wenn Deadpool und seine Kollegen aber sogar Götter wie die letzten Idioten dastehen lassen, freut sich der Marvel-Fan, der sich, wie wir zum Beispiel, der Tatsache bewusst ist, dass das Ganze mit den Superhelden eigentlich schon relativ albern ist. Wir hatten bei diesem Band aber wirklich viel Spaß, so wie mit eigentlich allen Deadpool-Veröffentlichungen und vergeben insgesamt 7,5 von 10 möglichen Punkten. Das war's auch schon für heute und wir verabschieden uns zur nächsten Sendung mit den ganzen Rollenspielsachen. Außer Professor Dr. 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 Heinz möchte noch das letzte Wort haben. Nachdem wir letztes Mal die Vergangenheit von Professor Dr. Dr. Heinz Featherly beleuchtet haben, stellen wir euch heute seine Assistentin Mayri vor. Auch wenn sie auf Compotech noch relativ neu ist, hat sie doch schon eine recht lange Erfahrung im Showbiz vorzuweisen. Seit Jahren ist Mayri auf Live-Rollenspielen anzutreffen, wo sie in die verschiedensten und seltsamsten Rollen schlüpft. Meistens handelt es sich hier um Cons im DSA-Universum, so wundert es nicht, dass sie inzwischen auch für dieses System schreibt. Nach ihrem Solo-Abenteuer Die verbotene Kammer erscheinen 2012 drei Bücher auf dem Kontinent Myranor, bei denen sie ihre Finger im Spiel hatte. Vor der Kamera ist Mayri erstmals im Fantasy-Film Leuenklinge aufgefallen, der ebenfalls in DSA angesiedelt ist. Hier spielt sie eine Inquisitorin und agiert neben bekannten Rollenspielautoren, die diesen inoffiziellen Film somit ein wenig adeln. Seit 2009 moderiert Mayri das Rollenspielformat Orkenspalter TV, berichtet von Messen oder reviewt Abenteuer, Quellenbücher und Videospiele. In Verbindung mit diesem Job schlüpft sie in zahlreiche andere Rollen, unter anderem Morrigan aus Dragon Age oder Elaine Mali aus Monkey Island. Aber sie stellte auch schon Katzenwesen und persische Prinzessinnen dar.